Und weiter? He thought he was being vague, but I know the area well enough to recognize that he meant this place. Right between Defiance Bay and Twin Elms. I had a bad taste in my mouth, but my coin was spent and I'd already left an arrow in his knapsack as a friendly warning. Told him I'd come back and leave him with another if it turned out he was giving me the runaround. Er dachte, I've been here a week now. Guess he had the last laugh after all. Oh. Er dachte, er würde sich unklar ausdrücken, aber ich kenne diese Gegend gut genug, um zu erkennen, dass er diesen Ort hier meinte, mitten zwischen Rotbrot und Zwillingsholm. Ich hatte einen üblen Geschmack im Mund, aber mein Geld war ausgegeben und ich hatte ihm als gut gemeinte Warnung schon einen Pfeil in den Rucksack geschossen. Ich sagte ihm, dass ich zurückkomme und ihm noch einen verpassen würde, sollte er mich an der Nase herumführen. Jetzt bin ich schon eine Woche hier, wahrscheinlich lacht er doch zuletzt. Du könntest diesem falschen Wächter immer noch nachstellen. Sie schlägt dir die Luft. Ich habe hauptsächlich versucht, ihm Angst zu machen. Wegen ein paar Goldstücken würde ich eigentlich keinen Mann umbringen. Ich habe eh kaum Verwendung für Münzen. So wie ich seine Art einschätze, hat er außerdem längst das Dorf verlassen und sein Geld verpasst. Was ist, wenn ich Perzog bin? Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das ist unmöglich. In diesem Falle würde dieses Ding wie eine Fackel leuchten. Sie wackelt ein bisschen mit dem Figürchen herum. Könnte ich es mal sehen? Why? Mit zusammengekniffenen Augen schaut sie den Adrabär an und dann wieder dich. Warum? Bitte? Fine. But if you try to run, just remember that my arrows are faster. Gut, solltest du aber weglaufen wollen, denk daran, dass meine Pfeile schneller sind. Sie gibt dir das Figürchen, wobei ihre sprühen Fingerknöchel deine Hand streifen. Sie beobachtet skeptisch, aber neugierig, wie du es untersuchst. Hebst den Adrabären hoch, hältst ihn gegen das Licht. Als deine Augen einen winzigen, schimmernden Kratzer entdecken, beginnt die Landschaft um dich herum hinwegzuschmelzen. Du stehst auf einer Klippe über dem Meer und siehst durch die Augen, die nicht deine eigenen sind. Du nimmst den Geruch von wilden Tieren zwischen dem frischen Geruch von Vegetation auf und dein Herz schlägt ein bisschen schneller als sonst. Hier oben musst du aufpassen, wohin du gehst. Du liegst gerade lang genug hinunter, um die scharfen, blassen Klippen hunderte Meter weiter unten ins Meer tauchen zu sehen. Die Brise schnuppern. Du atmest tief ein und schmeckst das Salz in der Luft. Wo auch immer Perzog steht, er muss in der Nähe des Meeres sein, nicht an einem See. Ich habe eine Vision von Klippen hoch über dem Meer. Kommt dir das bekannt vor? Auf deine Frage erntest du nur Achselzucken und Schweigen. Figürchen zurückgeben. Ich habe es. Es steht auf einer Klippe. What are you talking about? What just happened? Sie schaut den Adrabären selbst an und dreht ihn ein paar Mal in ihren Händen. Wovon sprichst du? Sie schaut dich wieder an. Was ist gerade passiert? Ich bin ein echter Wächter. Sie blinzelt dich ein paar Mal nachdenklich an. Ich weiß, dass sich das merkwürdig anhört, aber es ist die Wahrheit. You realize I've got no coin to give you. Even if I did believe you. Dir ist schon klar, dass ich dir kein Geld geben kann, selbst wenn ich dir glauben würde. Komm mit mir, ich habe noch ein paar andere Dinge in dieser Gegend zu erledigen und wir können unterwegs noch Perzog suchen. And if this is your idea of a joke, you may be stuck with me for a while. Lead the way. Sagani schaut dich von der mit vor der Brust verschränkten Armen an. Wenn das deine Vorstellung eines Scherzes ist, dann wirst du mich ein ganzes Weilchen am Hals haben. Sie steckt das Figürchen in den Beutel, worauf ihr Fuchs aufsteht und sein bleiches Fell schüttelt. Geh voraus. Yay, die lange Jagd. Zum Glück nicht die wilde Jagd. Sagani, eine Zwergin von der Südinsel Nasitak, ist auf der Suche nach der Reinkarnation von Perzog, einem Ältesten ihres Heimatdorfes, in den Dürrwald gekommen. Mittlerweile ist sie deswegen seit 5 Jahren unterwegs. Die anderen Dörfler gaben ihr Perzogs Adra-Figürchen, das ein Stück seiner Seele enthält. Damit hat sie sich auf die Suche nach ihm gemacht. Je näher sie ihm kam, desto schwieriger wurde die genaue Bestimmung seines Aufenthaltsorts. Als sie erfuhr, dass ich ein Wächter bin, bat sie um meine Hilfe. Wenn Sagani mit mir unterwegs ist, ermöglicht mir meine einzigartigen Fähigkeiten, die Spuren von Perzog oder wer auch immer er jetzt sein mag, zu sehen. Als ich das Bärenfigürchen untersuchte, fühlte ich mich, als würde ich auf Klippen über dem Meer stehen. Perzog, wer auch immer er jetzt sein mag, muss dort sein. Die Sprise schmeckt salzig, die Klippen befinden sich in der Nähe des Meeres. Mhm. Ja, sie hat einen Masuk-Jagdbogen und einen guten Dolch und eine gute Fellrüstung. Die können wir gegen eine Lederrüstung vielleicht tauschen nachher. Aber erstmal die...
Gruppenzusammenstellung. Sieht so ganz gut aus. Yes. Und ja, wir haben jetzt zwei neue Kameraden. Einmal Itomak mit seinen Fuchsfähigkeiten. Der es wahrscheinlich viel zu schnell umhauen würde. So. Geben wir Heimlichkeit und Überleben erstmal. Gut, teuflischer Gefährt macht Schaden und Schadensreduktionsumgebung, also Rüstungsumgehung. Genauer verwundeter Schuss, widerstandsfähiger Gefährte. Treuer Gefährte. Gnadenloser Gefährte, plus 30 Schaden. Da ist der teuflische Gefährte eigentlich besser. Ich hätte aber lieber gerne widerstandsfähiger Gefährte, also mehr Schadensreduktion. Erst einmal. So, dann pumpen wir mal hier alles in Athletik. Gut, Weitläuferfähigkeiten. Schnelle Zielerfassung. Ist modal. Angriffsgeschwindigkeit, Nachladegeschwindigkeit, Genauigkeit minus 7. Markierte Beute sei nicht immer gut. Schaden, mehr 20% Schaden gegen das Ziel. Einmal pro Begegnung. Sind es Raubtiere, ist es passiv. Ziel gegen Zeitschaden und teuflischer Schütze. Feuerrate, 20 Nachladegeschwindigkeit, also minus 20%. Plus 10% Genauigkeit und plus 20 Fernkampfschaden, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Aber ich nehme erstmal markierte Beute. So. Überleben, Heimlichkeit. Erstmal. Nee, da will ich jetzt erst einmal Bauer. Weil sie ja einen Jagdbogen benutzt. Mehr Genauigkeit für den Jagdbogen ist immer gut. Ein Punkt in Überleben. Schnelle Zielerfassung. Ah ja, das hatten wir. Verteidigungsbündnis. Zwischen Waldläufer und Tiergefährten einen übernatürlichen Sinn. Beheblichen Bonus auf Verteidigung erhalten, wenn beide Angriffe im gleichen Wirkungsbereich zum Opfer fallen. Verbindung des Pirschjägers. 10 Genauigkeit, wenn die gleichen Ziele wie die des tierischen Gefährten angegriffen werden. Ist nicht schlecht. Sinn des Raubtiers. Pfeilsinn. Abwehr gegen Fernkampfangriffe. Eigentlich hätte ich gerne das andere können wir gar nicht mehr nehmen, hä? Schade. Dann nehmen wir teuflischer Schütze. Das ist nämlich auch nicht schlecht, weil ihre mit ihrem Jagdbogen ist sie sowieso schnell. Dann machen die 20% Feuerrate weniger nichts aus. Nachladegeschwindigkeit hat sie eh keine, weil sie ist ja ein Bogen. Und mehr Genauigkeit und Fernkampfschaden ist nicht zu verachten. Ready, Watcher. So. Verwundender Schuss, markierte Beute. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, nochmal das Ding hier anpassen. Nö, ist eigentlich so in Ordnung. Yes. Gut. Das heißt, wir können uns jetzt hier auf der Kreuzung in Ruhe umgucken.
I'm here. Hey. Great. Ready. Following your lead. Let's... Naughty! Great. So, jetzt fallen auch die Pirsche etwas schneller. Certainly. Hier oben liegt auf jeden Fall ein Toter rum. Oh, Silberlusken, eine Fellrüstung. Ein Duplikat des Zauberers. Ups. Das wollte ich so nicht. Ja. Okay, noch ein Schattenpirscher. Ein Waldlaurer. Schattenpirscher ist, glaube ich, was anderes gewesen. Oh, und er haut auf Ikumak rein. So, es haut auf nichts mehr ein. Und hier drüben ist noch Kraut, was wir übersehen haben. Eine Beratsglocke. Also ja, das würde uns zur Sturmwallschlucht bringen. Noch ein Sumpflaurer. Das wollte ich nicht. Ich wollte das. Oh, und am besten auch eine markierte Beute hinterher. Following your lead. Sacred doom! Brave thou shalt believe. Sumpflaucher sind echt wie Oger. Schlimm, der Gegner. Was gibt's hier oben? Sieht nämlich auch wieder aus wie ein Hochplateau. Oh, hier hat jemand seinen Karren zurückgelassen. Am Boden des Hunkhooks schwappen Weinreste herum. Streitkolben und Goldskeeling. Der goldene Dirskeeling entspricht dem Dirwaldtuck in Größe und Wert. Noch mehr Rast. Vielleicht? Nö. Ritual der uralten Legenden plus 3 Wissen. Und noch mehr Goldscaling. So, Kerkerbau. Läuft ja. Ein Tag und 23 Stunden noch.
Hier ist ein altes Viehgatter gewesen. Ja, sogar mit Bauernhof.